Das Ganze fing also an im Sommer letzten Jahres, Juni, Juli ungefähr. Da bemerkte ich, dass ich öfter mal Verdauungsschwierigkeiten hatte. Mal leichten Durchfall und Magengrummeln, so ein Ziehen im Magen, Stechen. Das ging auch mal wieder weg, aber kam regelmäßig wieder. Und dann bemerkte ich das erste Mal, dass ich leicht Blut im Stuhl hatte. Leichte Schlieren außenrum, jetzt nichts Großartiges, aber sie waren da. Man wird ein bisschen nervös, aber denkt sich noch nicht so viel dabei. Aber dadurch, dass es nicht wegging, habe ich mich dann relativ schnell entschlossen, meinen Hausarzt aufzusuchen. Und der hatte mich dann auch sofort zur Darmspiegelung geschickt. Herr Scholz hat sich bei mir in der Sprechstunde vorgestellt mit der Diagnose eines Rektumkarzinoms. Das ist ein bösartiger Tumor im Bereich des Mastdarmes, sprich dem letzten Abschnitt des Dickdarmes. Bei Herrn Scholz war der Tumor schon recht fortgeschritten. Das hat man in den Voruntersuchungen gesehen. Wir haben beispielsweise unter anderem eine Magnetresonanztomographie, also eine MRT-Untersuchung, durchgeführt. Und da hat man gesehen, dass einige Lymphknoten um den Tumorbereich auch bereits vergrößert waren. Und in dieser Situation, so war es auch bei Herrn Scholz, empfiehlt man eine Vorbehandlung. Das ist eine sogenannte Radiochemotherapie, also eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie. Ich habe den Kampf sofort aufgenommen und am 25. Januar wurde ich dann operiert. Wir haben den Tumor sicher entfernen können mit dem Da Vinci-Roboter und mussten aber zumindest vorübergehend einen künstlichen Darmausgang anlegen, um eben diese neue Darmverbindung zu schützen. Als ich wieder aufwachte, war halt der Beutel da. Und im Asklepios wird man auch dort nicht mit allein gelassen. Hervorragenden Stromatherapeuten, der mich dann bei der Hand genommen hat und mir alles erklärt hat. Ich weiß nicht, wie andere Menschen damit umgehen, aber ich denke zum Teil schon gar nicht mehr dran. Ich war innerhalb von 2 Tagen wieder auf dem Bein und heute sieht man kaum noch was. Und das ist jetzt 4 Wochen her. Der Plan ist jetzt, dass er erst einmal die Chemotherapie, welche noch notwendig ist nach Abschluss der Operation, komplettiert. Und wenn die dann abgeschlossen ist, dann würden wir auch wieder den künstlichen Darmausgang zurückverlegen, sodass er in Zukunft auch wieder ganz normal auf Toilette gehen kann. Das Tückische bzw. nahezu schon fast Fatale an Darmkrebs ist, dass er mit wenig Symptomen einhergeht. Viele Menschen gehen viel zu spät zur Vorsorge bzw. erst viel zu spät zum Arzt, beispielsweise erst dann, wenn Blut im Stuhl vorhanden ist. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, gerade die Vorsorge frühzeitig und rechtzeitig zu machen, noch bevor Symptome auftreten. Ich kann eigentlich nur jedem raten, der heute über 50 ist und selbst wenn er keine Beschwerden hat, es einfach machen zu lassen. Ich hoffe, dass ich so bis Weihnachten mit allem durch bin und dass ich dann das erste Mal durchatmen kann und Pläne für die Zukunft machen kann. Wenn ich das alles soweit überstanden habe, werde ich mir wahrscheinlich ein neues Motorrad kaufen. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte.